Letztes Mal haben wir euch ein zauberhaftes Hauptgericht gezaubert. Kredenz. Und heute geht es tatsächlich noch einen Schritt weiter. Heute wird es richtig, richtig toll. Was kommt nach Hauptspeise? Nachtisch. Ja, oder so eine Zwischenspeise. Nachtisch. Heute machen wir Nachtisch. Heute machen wir Nachtisch, also nicht irgendeinen Nachtisch. Einen richtig geilen Nachtisch. Wir machen ein rohköstliches Mango-Cashew-Dattel-Eis. Rohköstlich. Geil. Wirklich toll. Danke. Dafür bin ich da. Dafür seht ihr bereits, wir brauchen nicht viel. Ja. Wir brauchen wirklich sehr, sehr wenig. Wir haben hier den Mango Kent von Keimling Naturkost. Dann haben wir die Medjool-Datteln, Cashewkerne, Karotten für die Farbe am Ende und eine Prise Salz. Und ein bisschen Eiswürfel hier auch noch. Ja. Und ihr braucht nicht nur wenig Zutaten, ihr braucht auch wenig Know-how. Ja, und wir zeigen euch gleich, warum das so ist. Und für die letzten Shows, die nicht gesehen haben, erstens solltet ihr die gucken und zweitens, ich bin der Joscha und das ist Gordon. Ey, und auch nochmal ganz wichtig, ne? Du musst unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, weil es kommt auch noch eine Kochshow mit Lydia. Das ist der Wahnsinn. Und wenn ich das sage, oder wenn du das sagst. Wenn ich das sage, bedeutet das sehr viel. Ja. Wenn du das sagst, ist das nichts. Heiße Luft. Sehr gut. In diesem Sinne, lass uns loslegen. Und das Ganze hier, was ihr hier seht, kommt jetzt ganz einfach in diesen Mixer. Und das war's eigentlich schon. Also es ist nicht irgendein Mixer, Leute. Der Vitamix Explorian 310. Wow. Ein Hochleistungsgerät, was alles zerfetzt, was du reinpackst. Und das Krasse daran ist, dass der verhältnismäßig preisgünstig ist im Vergleich zu den anderen. Und hat eine super einfache Bedienung. Und das ist das Einsteigermodell von Vitamix, hat 5 Jahre Garantie. Jetzt habe ich genug geschwärmt. Ich finde es auf jeden Fall großartig. Ich finde, ein Hochleistungsmixer macht einem das Leben zu Hause einfach so viel leichter. Gerade wenn es um gesunde Küche geht, ein Must-Have. Genau. So. Und das macht natürlich nicht nur so ein Gerät, das Ganze einfacher ist auch natürlich meine Kompetenz und die will ich jetzt hier einsetzen, denn ich packe einfach die Zutaten in der Gerät. Wir fangen an mit den Mangos. Ihr seht es schon, diese sattgelbe Farbe. Woran liegt das? Gute Frage. Das liegt natürlich daran, dass sie reif. sattreif geerntet werden. Die nicht irgend so ein Quatsch. Die sind richtig reif. Und nicht nur richtig reif, sondern die sind auch richtig gut für zum Beispiel Salate. Haben wir ja im ersten Video gemacht. Und Alter! Ja, genau. Und, aber ernsthaft, auch richtig gut einfach als Snacks. Die sind einfach super lecker. Willst du sagen, ich kann das einfach so essen? Ja, du kannst einfach essen. Die sind richtig lecker. Die mach ich jetzt da rein. Ich finde richtig, richtig unangenehm, peinlich mit ihm. Als nächstes kommen die Cashews Gesundheit von... Sorry. So schlecht. Die machen das Ganze nämlich super cremig. Ich liebe es, mit Cashews generell zu arbeiten und Cashewkernen. Geil einfach generell für die Küche. Egal was ihr macht, für Soßen machen das cremiger, für einen Salat, super lecker. Nicht geröstet, nicht gesalzen, naturbelassen, Rohkostqualität, sehr proteinreich und sehr mineralstoffreich. So, da machen wir so ein bisschen nach Gefühl und alles. Und jetzt kommt die Königin der Datteln. Wir sind große Dattelfans, aber diese Medjool-Datteln. Meine Güte, was ist da los? Ihr müsst, die kann man einfach so essen, würde ich jetzt auch komplett wegnaschen. Aber die geben dem Ganzen natürlich auch eine schöne Süße. Was haben die noch so? Die schmecken einfach original nach Karamell und man kann die super zum Süßen benutzen. Also super auch als Zuckeralternative in Gerichten generell. Wenn ihr versucht, zuckerfrei zu leben, enthalten natürlich entsprechend auch noch Ballaststoffe im Vergleich zu konventionellem raffiniertem Zucker. Sehr, sehr gut. Guckt euch das mal an hier. Ja, die Geburt der Dattel. Wow. Rein damit, ne? Hm, ja. Rein damit. Wir machen das so ein bisschen nach Gefühl, ne? Ihr könnt immer mit Datteln nachsüßen. Ich würde erstmal 2 reinmachen, die sind wirklich sehr süß. Für die Farbe haben wir natürlich schon das schöne Gelb der Kent-Mangos, aber wir wollen tatsächlich nochmal was sonst Besonderes machen mit der Farbe. Und deswegen haben wir Karotten hier. Diese Farbe. Macht da jetzt einfach mal welche rein. Alle. Und genau, wir haben ja auch noch ein bisschen Salz. Nur eine ganz kleine Prise. Warum, weiß ich nicht. Wurde uns so gesagt. So, und jetzt, weil es ein Eis ist, machen wir das Eis auch noch rein. Kann sein, dass wir da noch ein bisschen mehr reinmachen müssen. So. Jetzt fehlt noch was. Kann der Mixer mal zeigen, was er kann. Erstmal kommt der Deckel drauf. Nicht vergessen. Ja, ist tatsächlich ein blöder, aber lustiger Fehler auf jeden Fall. Einfach nur anmachen. Und dann kann man die... Wow. Aber das ist richtig geiles Eis. Ich merke das jetzt schon. Vielleicht kann man noch ein bisschen mehr Eis dazu machen. Oder glaubst du, das wird... eher Mango ein bisschen dazu noch machen. Mango kennt? So, das war's. Eigentlich jetzt schon fast. Wir sind fertig mit dem Eis. Das sieht richtig, richtig gut das aus. Das ist so toll. Ich zeige euch das mal. Wow. Also wie cremig das geworden ist. Wow. Ihr könnt das, wenn ihr es cremiger haben wollt oder mehr Eis, könnt ihr nach Gusto nachgeben. Datteln für die Süße, mehr Karotten für die Farbe, mehr Cashewkerne für mehr Cremigkeit. Das ist wie so ein Vanilleeis, ne? Ich würde sagen, das reicht für die nächsten 5 Wochen. Kann ich dann jetzt mal Eis drauf formen? Du kannst machen, was du willst. Dafür habe ich so einen Löffel. Ihr könnt natürlich auch einen Stani-Löffel nehmen. Müsst ihr nicht. Oh, toll, wie ich das hier mache. Mm. Oh, das sind keine Kugeln, Leute. Ich mache das jetzt extra so ein bisschen minimalistischer.
Weil ich finde es ganz gut, wenn man Gäste hat, den auch mal das fürs Auge zu geben. Das ist jetzt eine Dessertcreme. Wow. Eine sehr gesunde Dessertcreme. Wow. Wow. Deswegen dauern die Videos so lange. Doch. Wir haben uns gedacht, wir dekorieren das Ganze jetzt noch schön. Dekoration. Das ist doch super so. Das ist ein Schwan. Alles, was uns jetzt noch übrig bleibt, uns erstmal, ist probieren. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Es geht aber nicht um Gefühl, es geht um Geschmack. Mmh. Und? Ich finde es richtig, richtig lecker. Das kann doch nicht sein. Wie eine Joghurt-Creme. Boah, ist das gut. Das schmeckt wie tropischer Joghurt-Eis-Snack. Mhm. Boah, ist das lecker. Oh, guck mal. Super einfach, Rohkostqualität. Ja. Und das Tolle ist nochmal, das war so einfach. Das ging unglaublich schnell. Ja. Und ja, was soll man noch Großartiges dazu sagen? Außer abonniert diesen Kanal, wir sagen es immer wieder gerne. Und Genuss kann gesund sein und schnell gehen. Ja. In diesem Sinne, Arrivederci. Haut rein, ne?